Oh, weißt du, was wir mal machen könnten? Ich speichere das Spiel, aber ich nenne das jetzt mal C5. Wobei, nee, komm, ich speichere es einfach bei C4. Noch sind wir nicht tot. Wir verlieren auch gerade nicht wirklich. Ich meine, es kann sich zwar jederzeit ändern, aber naja. Ich könnte natürlich jetzt nochmal versuchen, mit denen zu quatschen. Wobei, es wird sich wahrscheinlich nichts geändert haben. Ja, nee. System surveyed. Nee, kannst vergessen. Das wollen sie nicht. Hm, schade. Okay, dann muss ich irgendwie schauen, dass wir an Mineralien rankommen. Wobei das Problem ist, je länger ich warte, bis wir wieder Mineralien haben, desto mehr Zeit hat der Feind, um neue Schiffe zu bauen, was er scheinbar auch ganz fleißig tut. Ja, das... Wir könnten allerdings tatsächlich eine Reaktion von ihm mal provozieren und eins seiner Systeme belagern und vernichten. Das hier zum Beispiel. Wäre, glaube ich, mal gar nicht so verkehrt. So. Eine 7300er Flotte. Aber wir können halt dann unser System nicht verteidigen, wenn es angegriffen wird, ne? Und ich habe keine Ahnung, wo die Typen hinfliegen. Also, ich habe eigentlich gemeint mit unserer Sensorreichweite, dass wir die weiterhin erfasst halten und sehen, wo die langflattern, aber die scheinen nicht innerhalb unserer Reichweite rumzufliegen. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Ich werde auf jeden Fall mal hergehen und bei Tekkus, ja, da haben wir eh den Kreuzer im Auftrag. Wir bauen jetzt bei Tekkus einfach eine zweite Flotte mit der Third Legion. Werden wir jetzt tatsächlich mal hergehen und angreifen. Ich kann die nochmal verbessern. Hm, wäre vielleicht fast sinnvoller. Wanambis. Das muss ich mir merken. Vielleicht können wir den irgendwann mal da abfangen. Huch. Sekunde. Spiel speichern. Und zwar, wo ist es denn? C4. Oh, gab es schon wieder so viele Autosaves in der Zwischenzeit? Weil normalerweise ist doch der immer... Ja genau, der ist ganz oben. Da gibt es alle 5 Minuten wegen irgendeinem Schwachsinn ein Autosave. Das ist echt nett. Ah, den Zerstörer schmeißen wir mal bitte raus. Den könnte Tekkus dabei weiterbauen. Hauptsache, die werden möglichst schnell fertig mit... Genau damit. Denn jetzt kann ich hergehen und nochmal speichern. Da gibt's. Es gibt. Hat er mir echt ein Autosave reingeknallt wegen einer Schiffsverbesserung? Okay, dann würde ich sagen, ihr fliegt mir dahin. Was haben wir denn eigentlich? 25 Annihilator-Zerstörer, 9 Prevailer-Zerstörer, wir haben 4 Kreuzer und 2 Schlachtschiffe. Das wird bestimmt interessant. Und wo haben wir noch unsere ganzen Armeen? Bei Asia Prime haben wir eine 16er Flotte. Die werde ich mal noch nicht entsenden. Nicht, dass so wie vorhin die gegnerische Hauptflotte wieder auftaucht und dann, ja, weißt du schon. Dann brennt hier wieder alles. So, der frisst momentan mehr Energie, als er uns eigentlich bringt. Ist mir aber gerade mal Wurst. Und sie kämpfen. Allerdings nur gegen die Raumstation da oben. So, was ist jetzt? Kann ich jetzt dieses Ding... Schau mal. Ich kann den Jungs hier echt nicht sagen, dass sie diese Station angreifen. Ja, jetzt können sie angreifen, aber machen sie es auch oder nicht? Nee, die machen nix. Die würden schon lang feuern. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Wieso kann ich deren Raumstationen nicht zerstören? Naja, egal. Ich würde sagen, wir attackieren hier einfach mal... Das Ding Ziel angreifen.
Bodenunterstützung steht auf minimal, eingeschränkt, ungeschränkt Armageddon. Jetzt holen wir uns erst einmal den Planeten, würde ich sagen, und dann sehen wir weiter. So, die werden belagert. Fügt den planetaren Befestigungen täglich 60 Schadenspunkte zu. Damit dürften die relativ schnell platt sein. Und es müsste theoretisch eine Reaktion vom Gegner hervorrufen, weil der wird wahrscheinlich kommen, um das System zu retten. Ja, da ist seine 1600er Flotte. In Vanambis. Urplötzlich aufgetaucht. Warum auch immer die da jetzt auftaucht. Aber unsere First Legion hätte trotzdem keine Chance gegen dieses Teil. Es sei denn, wir gönnen uns nochmal ein Schlachtschiff. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Scheiße, wo sind die hin? Ja, er schickt die Flotte runter. Er schickt sie zu seinem System zurück. Und wir werden jetzt aber mal, weil die ohnehin keine Chance haben, hier sagen, alle Mann entsenden. Und dann schicken wir die dahin. So, die 1600er Flotte ist bei Kardort. Das ist aber nicht der direkte Weg darunter. Hoffentlich kommen die Transporter von uns denen nicht in die Quere. Sonst haben sie ein Problem. Ein kleines Problem. Ich meine, allzu stark können die sich eh nicht verteilen. Ich kann ja auch gerade mal gucken. Was haben mich den Transportschiffen eigentlich gegeben? Die haben ja gar nichts. Schau mal, hier die Triebwerke könnte man aufrüsten. Da könnte man Nachbrenner reinhauen, dass sie schneller sind. Aber naja. So, Feindflotten in Sarbokus. Der fliegt also tatsächlich darunter, dieser kleine Affe. Okay, Garnisonsarmeen 5. Du meine Güte. Und unsere Truppentransporter sind eingetroffen. Dann würde ich sagen, Landungstruppen. Geht da runter und räumt auf. Unsere Hauptflotte, die kümmert sich dabei um genau dieses Problem. Ja, jetzt wird's mal langsam interessant hier. Alter, schau dir mal an, wie schnell das die Schilde weg sind. Was hat denn der? Das sind ja nur Schlachtschiffe. Nee, das sind Kreuzer, was er hat. Und das war's. Alter Schwede. Ihr immer noch Truppen landen, ne? Das ist... Ja, er hat wieder Planetenbefestigungen aufgebaut. Das ist mir aber gerade sowas von Wurst. Die sind nämlich gleich weg, noch bevor unsere Jungs da unten landen. Nice. So, und jetzt schau dir das an, was der hier für Schaden anrichtet. Arbeitslos, versklavt. Die ersten werden schon versklavt. Das finde ich cool. Ich würde mal sagen, läuft. Nice. Einer der Planeten gehört jetzt also uns. Kann ich vielleicht gleich mal sagen, was ist das für ein Sternsystem, dieses das hier aber nicht drin steht. Warum steht das hier nicht drin? Oh. Der würde aber eins bereits abtreten. Welches denn? Zulai Crow. Forderung übermitteln. Und damit wäre dann Frieden, aber ganz ehrlich, nö. Wozu das Ganze? Sind unsere Transportflotten jetzt eigentlich wieder... Hallo? Achso, die sitzen jetzt alle da. Und wenn ich die wegschicke, dann... Was ist jetzt los? Ein Forschungsschiff! Nein, das arme kleine Forschungsschiff! Ah, es wird nicht überleben. Okay, hat überlebt. Wenn ich jetzt sage, alle entsenden, was passiert denn dann? Ach, wir lassen potenzielle Armeen zurück. Haben aber trotzdem unsere... Ach, das ist ja geil. Schau mal, jetzt sind hier zwei so Kampfbots. Zwei Roboter, die hier die Kontrolle übernommen haben. Produktionsfehler. Ja, Anomalien interessieren mich jetzt nicht. Ich kann hier nichts abreißen oder sonst was. Ich kann mit der Spezies auch nichts machen. Okay, schade. Ich dachte, ich kann hier an dem Planeten schon irgendwie rumfuschen und rumdoktern. Aber scheinbar nicht. Dann würde ich sagen, fliegen wir mit denen jetzt nach Zulai Crow. Oh. Oh, das könnte interessant werden. Wir haben hier zwei Sternensysteme, zwei Planeten.
Kann ich hergehen und mit einem Konstruktionsschiff sagen, dass ich hier eine Wurmlochstation habe? Ja, das kann ich machen. Okay, das ist cool. Dann haben wir hier so eine Art Brückenkopf. So, Tekkos. Was sagt Tekkos? Das Schlachtschiff ist gleich fertig. Ich versuche das immer ein bisschen im Auge zu behalten. Damit wir hier auch ja nicht die Produktion irgendwie vernachlässigen. Was haben wir denn da? In einem entlegenen Teil von Azax 3 hat das Wissenschaftsteam eine Metalltafel gefunden. Achso, wir kriegen jetzt Daten über ein weit entferntes System. Construction complete. Essie oder was? Brakma. Mhm. Wow, super. Was wollte ich? First Legion. Was haben wir denn in der First Legion? Wir haben 4 Annihilators, wir haben einen Kreuzer und ein Schlachtschiff. Oh, okay, wir brauchen da definitiv mehr Annihilator. Die sind tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich muss zugeben, die sind tatsächlich mal überhaupt nicht schlecht mit ihren Schwarmraketen. Auch wenn wir sie jetzt nicht bei den Korvetten anbringen konnten, aber beim Rest dafür. Okay, sie sind in Kämpfe verwickelt. Was, warum? Wie evading hostiles. Oh, da ist die 5000er Flotte aufgetaucht. Und nein, du evadest jetzt keine Hostiles. Du wirst mir hier eine Wurmlochstation bauen. Die Jungs sollten wir ganz schnell zurückziehen. Da haben wir eine 276er Flotte, das macht aber nichts. System surveyed. So, wenn ich jetzt die 7200er da rüber schicke. Ah, brauche ich gar nicht. Er kommt zu uns. Ach du Scheiße. Der steht jetzt auf 6, 7, 6, 8. Oh, das könnte mies werden. Aber es ist schon zu spät. Sie sind schon allesamt in die Kämpfe verwickelt. Hoffentlich machen sie die Station hier schnell platt, damit die nicht mit eingreifen kann. Oh wei. Alter Schwede. Was hatten wir da alles dabei? Haufenweise Kreuzer, Kreuzer ohne Ende. Warte mal, hat unsere Flotte kein Schlachtschiff mehr? Doch, 2 Schlachtschiffe. Da sind sie, die 2, und feuern, was das Zeug hält, aber dämlicherweise auf die Raumstation. Leute, konzentriert euch auf die gegnerische Flotte, weil die bringt euch gerade um. Ey, das ist doch nicht wahr. Muss ich jetzt echt wieder einen Rückzug antreten? Ey, die sind sowas von strunzdämlich, Entschuldigung. Wie um Himmels Willen kann man die niedere Bedrohung bloß fokussieren? Ich verstehe es nicht. Was, Beraterstimme will ich doch gar nicht. Er ist hier noch mit Bauen beschäftigt, weil jetzt ist natürlich unsere Hauptflotte weg. Ne, das ist, die ist erstmal verschollen. Was ist denn mit dem? Was blinkt denn der so komisch? Hör auf zu blinken. Construction complete. Blinkt immer noch wie verrückt. So, Feindflotte gesichtet. Die 4400er Flotte, die nähert sich jetzt dem Paradigma, das von uns ja eigentlich besetzt ist. Ich habe da aber eine Idee. Pass auf. Bevor er jetzt meint... Ja. Nee, schade. Es ist schon wieder... Frieden anbieten für nichts und wieder nichts. Nee. Oh. Zulai Crow. Würde er mir einen Planeten abtreten? Einen könnte ich mir aussuchen. Dann könnten wir Frieden schließen, weil es ist dann irgendwie auch so, dass du für die nächsten 10 Jahre keinen Krieg mehr erklären kannst. Er auch nicht. Und dann hätten wir Zeit, unsere Flotte wieder aufzurüsten. Jetzt ist nur die Frage, was haben wir denn hier? Force Ham, das ist das Ding da. Wo ist dieses Clayja-System? Oder Clay, ja, das ist das da unten.
Sei dein Nope, das ist das da. Wie Mars? Wie Mars ist hier drüben. Dann würde ich fast sagen, Forderungen übermitteln. Ha, wir haben gewonnen. Sowas haben wir jetzt da. Zu viele Koloniesysteme. Ich, ja, zu viele Koloniesysteme. Heul rum.